Ihr seid der Landesverband, der am meisten unter den Folgen der Atomenergienutzung in Deutschland zu leiden hat. Es ist ja nicht nur Gorleben, es ist genauso der Schacht Konrad, es ist genauso Asse. Es sind genauso die besonders gefährlichen Atomkraftwerke. Es ist letztendlich ein Land, in dem klar geworden ist, der Weg, den wir bisher in der Energiepolitik eingeschlagen haben, er ist ein Irrweg und er muss dringend korrigiert werden. Zur Wahrhaftigkeit auch in der Politik zurückkommen, bevor die verantwortliche Politik in Deutschland endgültig jeden Respekt in der Bevölkerung verliert. Das bedeutet, es braucht die klare Aussage, Gorleben ist nicht nur nicht politisch durchsetzbar, Gorleben ist ein völlig falscher Standort. Denn der scheinbar so sichere Salzstoff, der in Gorleben Hunderttausende von Jahren halten soll, der ist über der Elbe in Lenzen als See zu betrachten. Das ist nämlich der gleiche geologische Formation, die unter der Elbe sich durchzieht, drüben in der DDR, der ehemalige ist hier eingebrochen, ist ein See und bei uns soll sie angeblich Hunderttausende von Jahren sicher sein. Das glaubt, wer will, wir nicht. Wir wissen, dass dieser Standort politisch festgelegt worden ist. So wie damals auch in Bayern die WHA politisch im Landkreis Schwandorf festgelegt worden ist. Und deswegen braucht es tatsächlich endlich eine entsprechende Standortzone, die diesen Namen verdient. Aber erst dann, wenn alle AKWs vom Netz genommen sind. Und dann darf es kein Bundesland geben, welches sich davon ausnimmt. Vor allem kein Bundesland wie Bayern, welches am meisten Atomstrom und damit Atommüll produziert hat.